So, heute ist der 21. Januar 2023 und ja, man sieht es mir leider Gottes an. Es ist so wieder die übliche Kluft für nicht ganz so schöne Termine. Mein Schnuckel ist auch mit dabei. So, wir müssen da jetzt gleich in diese große Kirche. Und ja, ein lieber Nachbar ist gestorben. 4 Jahre älter als ich. Und die Leute sterben jetzt absolut wie die Fliegen. Das ist ein trauriger Termin, weil es war ein herzensguter Kerl. So, kein Mensch hat in der ganzen Kirche eine Maske auf. Und dann tun sich diese zwei Herren vorne dann plötzlich für die Herausgabe, wie nennt man das wieder? Hostie. Ja, Hostie halt irgendwie, keine Ahnung. Ich bin nicht so bewandert. Tun sie doch sich beide die Maske aufsetzen. So, also was Scheinheiliges habe ich noch nie gehört. Oder sowas. Also ich bin jetzt erschüttert, ehrlich gesagt. Da kann man sich jetzt wieder denken, was man will. Keine Ahnung. Vielleicht ecke ich jetzt auch bei dem einen oder anderen an, aber das ist mir sowas von wurscht. Jetzt verlassen wir auch als erstes die Kirche oder sowas. Mann! Mann! Mal abgesehen davon, dass jetzt eigentlich jedem Idioten bekannt sein müsste, dass die Maske nicht schützt. Also die ganze Zeit stehen sie da vorne, ja, die ganze Zeit. Und dann, ich gedacht, was passiert jetzt? Setzen sich beide, also sowohl Pfarrer wie auch unser Nachbar, der Diakon, die Maske auf. Also was Scheinheiliges. Also ich bin irgendwie, also ob dieser komischen Darbietung bin ich absolut erschüttert. Sowas Behämmertes, oder? Also ganz ehrlich, sowas Scheinheiliges. Gut, aber sollte eigentlich in erster Linie ein Gedenken an Achim sein. Aber dann auch die zweite Scheinheiligkeit. Da waren jetzt so um die 300 Leute, schätzungsweise in der Kirche. Und wir wohnen jetzt, wie lange wohnen wir jetzt schon da, Schatz? Seit 7, 8 Jahren, oder? So. Und wir kannten den Achim recht gut, haben uns regelmäßig mit ihm getroffen. Und in der ganzen Zeit, also gut, seine Familie war da, der Vater hat sich regelmäßig mit ihm um den Garten gekümmert, die Geschwister waren da und Neffen und so und Nichten. Aber von diesen ganzen anderen Leuten, gut, dann der eine oder andere Nachbar, aber von diesen 300 Leuten, ja, sag ich jetzt mal, 95% war doch nie bei Achim. Aber zum Gottesdienst, zur Beerdigung, weil das dann ja die Öffentlichkeit sieht und man muss ja, seinen... Sehen und gesehen werden. Ja, genau. Also furchtbar. So was Scheinheiliges, das ist mir so richtig bewusst geworden jetzt. Ja, das war das, warum ich eigentlich sonst auch nie gerne in die Kirche gegangen bin. Immer so das Sehen und das Sehen werden und hoffe, Hauptsache, also früher war es so, Hauptsache, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz in Mode. Jackson war so ist die beste Beerdigung. Ja. Nee, aber früher war das ja noch mit dem
mit dem, wir hatten den schönsten, größten Pelzmantel und so Kram. Das ist alles so scheinheilig. Das kam mir so richtig Scheinheiliges vor. Und ganz am Schluss diese komische Pseudogeschichte der Megamaske, ja, das Positive bei dieser ganzen Zeremonie, sage ich jetzt mal, war, dass in der Kirche kein Mensch eine Maske auf hatte. Ich habe gedacht, oh je. Weil im, die Alte mit Maske kommt. Ja, nee, auch im Gemeindeblättle steht ja immer noch, auch im aktuellen Gemeindeblättle steht ja, dass die Kirche doch empfiehlt, bei den Gottesdiensten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das muss ich rausschneiden, glaube ich. Das musst du rausschneiden. Da ist so viel rausgekommen in letzter Zeit. Ja, klar. Und dann redet ja immer die... Achtung, schön langsam. Dann redet ja immer die Kirche von wegen, ja, man muss ja doch man muss halt doch die Armut auf der Welt bekämpfen und so weiter. Wenn ich mir überlege, wie viele Milliarden die Kirche an Vermögen hat. Ja, warum machen die da mal nicht was? Die können doch einfach ganz offensiv vorgehen und sagen, ja, wir spenden jetzt mal 50% unserer Milliarden und besiegen somit die Armut in Afrika. Warum wird das nicht gemacht? Das verstehe ich alles nicht so. Aber es gibt viele Sachen, die wir nicht so verstehen. Deshalb verschwinden wir hier auch bald. Das heißt, der Vorteil, wenn man leicht noch Schwierigkeiten hat mit so einem Knie, Schatz, bringt freiwillig den Wagen zurück. Freiwillig ist gut, sonst mache ich es halt immer Gentleman-like oder so, aber egal. Ja, wie soll ich sagen, also diese Scheinheiligkeit gerade eben ist mir selber gegen den Strich gegangen. Diese Scheinheiligkeit ist mir dermaßen gegen den Strich gegangen. Also gegipfelt hat das Ganze wirklich in dieser komischen Drecksmaske am Schluss. Ja, also echt. Ich habe gedacht, was machen die jetzt? Der eine so. Und der zweite. Nur weil sie 5 Meter weiter vorgehen und dann dem Publikum ein Stück Oblade-Zeugs da geben. Richtig. Ja, das ist mir egal, was das ist. Naja. Boah, ich werde anecken mit diesem Video, über die anecken. Obwohl ich ja einige Sachen rausschneiden werden werde und überhaupt egal wie. Petra. Meine Wenigkeit wünschen euch in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Boah, jetzt geht's ins Haus. Ins Warme. Jetzt geht's ins Haus. Jetzt geht's wohin? Ja, die Hände sind bald abgefroren. Ja, in der Kirche, da war keine Heizung anscheinend an. Aber was sie haben, komischerweise, komisch, der beschwert sich gar nicht, weil ich mich nicht angeschnallt habe. Noch nicht. Nö. Okay, ich hab mich zu früh gefreut. Ich habe gedacht, wegen aufgrund der Kälte. Nee, die Kirche, also gefühltermaßen war da gar nicht. Ich mach doch gleich. Gefühltermaßen war da gar nicht geheizt, aber anscheinend haben sie ein bisschen geheizt. Aber der Po wurde beheizt. Es gibt nämlich da eine Sitzheizung in den Bänken, in den Holzbänken. In diesem Sinne, das war Ron. Nein, jeder Esel und so. Das war Petra und Ron von Nächster Halt Freiheit. Tschüss zusammen und ein schönes Wochenende. Nee, zum Thema Scheinheiligkeit noch etwas. Also dieser, wie nennt man das? Diakon, oder? Diese Diakon ist nämlich unser Nachbar, also 5 Häuser weiter, über die Straße hinweg. So, dem haben wir mal geholfen beim Schieben von dem Wohnwagen und so. Und ja, aber regelmäßig grüßen geht nicht und so. Manchmal hat man sich unterhalten, manchmal guckst du weg. Das ist halt so viel zur Scheinheiligkeit, was jetzt speziell die Kirche angeht. Was Tolle ist, man kann an Gott glauben, ohne gleichzeitig an die Scheinheiligkeit der Kirche zu glauben.